Wir stehen hier auf dem Rathausplatz in Bremen. Neben mir steht, glaube ich, der Inbegriff der neuen Generation Bremen, einer jungen Unternehmerin, die sehr erfolgreich ist, die als parteilose Spitzenkandidatin für die FDP angetreten ist und auch politisch einen Erfolg scheinbar erzielen wird, an den wohl wenige geglaubt haben, Lenke Steiner. Du hattest gerade hier den liberalen Aktionstag anmoderiert. Wie ist das Gefühl so 7 Tage oder 8 Tage vor der Wahl? 6, 7, 8, 9, 10%? Ja, erstmal moin moin, ne? Willkommen in Bremen. Ganz ehrlich, ich fühle mich super, dass hier so viele Freie Demokraten hergekommen sind, quer aus dem Bundesgebiet. Zeigt, dass wir wirklich gebraucht werden, wie sehr wir zusammenstehen. Und ich gehe mit ganz viel frohen Mutes und voller Freude jetzt in die letzte Woche rein. Und mein Ziel steht nach wie vor 8%. Ja, du bist davon überzeugt. Du hast auch, glaube ich, gesagt gehabt, wenn 8%, dann trete ich den Freien Demokraten bei. Mitgliedsantrag schon ausgefüllt? Bisher noch nicht. Wie gesagt, mein Ziel steht und dann können wir uns am 10. Mai um 18.01 Uhr gerne unterhalten. Lenke Steiner ist aber, sag ich mal so, nicht nur politisch unterwegs. Heute Samstag, beste Fußballzeit in ein paar Stunden. Ruht der Wahlkampf dann? Wo geht's hin? Nix da, da machen wir richtig Halligalli bei Werder Bremen, richtig mittendrin in der Ostkurve, in der Fankurve, gehen dort gemeinsam mit Wolfgang Kubicki übrigens auch hin und werden nochmal zeigen, dass auch Politiker richtig Spaß haben dürfen im Leben. Danke für das Gespräch, viel Erfolg für den nächsten Sonntag, aber ich denke, der wird eintreten. Vielen, vielen Dank und schönen Geburtstag. Lass dich feiern. Alles Gute.